Sali Claudio. Hoi, Thomas. Wir haben uns, wann haben wir uns das erste Mal gesehen? Ah, oh, das ist noch in Zug, wo ich noch in Zug gearbeitet habe. Da hast du mich versucht zu fotografieren. Genau. Und ich habe es gemerkt. Und du hast es gemerkt, dann hast du mich erkannt. Dann haben wir kurz geredet, hast du auf den Zug müssen. Ja. Und dann haben wir uns lange nicht mehr gesehen. Und dann habe ich dich plötzlich von meinen Bildern von Unsplash auf dich gekommen. Ja. Zuerst zu dir, du bist Frontend-Designer. Entwickler. Entwickler. Ja, genau. Das heisst, du machst... Ich mache sozusagen das, was man von der Webseite sieht. Also, also das Visuelle sozusagen. Also Webdesigner, mehr so ein bisschen, was der Kunde sieht und nicht hinten durch eine Datenbank und so, genau, sondern ja, einfach nur ja, so ein bisschen Grafik vordran. Oder ja, als User Interface. Ja. Du hast auch mit WordPress, hast du auch WordPress-Themes gemacht. Interessant. Ja, also mache ich immer noch, aber halt so... Wenn ich Zeit habe. Also du machst das für eine spezifische Webseite, machst du das eigentlich Theme oder machst du Themes, die du kannst verkaufen, die andere nutzen? Nein, das mache ich nicht, das wäre zu viel Aufwand. Okay. Du hast ja einfach mit WordPress, also WordPress-Seite so anpassen, dass es echt customized ist für den Korrekt, Kunden. Korrekt, ja. Okay. Und du machst Unihockey-Fotos? Ja. Sehr intensiv, offensichtlich. Ja. Betreibst die grösste Unihockey-Fotos-Seite in der Schweiz mit 500 zusammen? Ja, also genau. Vier andere zusammen, das genau. Fünfte sind er. Ja. Das ist ein bisschen schwierig dort, oder? Mit dem Licht damit, so in der Halle. Ja, das ist ganz übel. das ist nur gut, wenn es TV-Licht hat, in dem Sinn. Also wenn es Übertragungen ja, machen in den genau, letzten zwei, drei Jahren. Ist es ein bisschen besser geworden, weil das SRF mit eingestiegen ist. Und so Playoffs und Cup-Finale und Superfinale, die haben in der Regel haben die ganz andere Lichtverhältnisse, weil es einfach vom TV-Licht her muss stimmen. Mhm. Und das ist schon ein massiver Unterschied. Ja, und der Hintergrund ist auch immer sehr unruhig, oder, bei der Halle. Also ich habe es so ein bisschen im Kopf. Wenn du schon Sachen fotografiert in der Turnhalle, das ist meistens sehr schwierig. Ja, also unsere Heimturnhalle ist sogar noch so getäfert mit relativ dunkelbraunem Holz, wo eigentlich das Licht dann gerade noch umso mehr auffrisst, neben den nicht so gut vorhandenen Lampen. Ja. Aber es gibt auch TV-Licht, zum Beispiel in der Saalsporthalle, wo es da sieht man von den Bildern sieht man teilweise Millisekunden später hast du ein anderes Licht, weil das Licht flackert. Also es ist schon TV-Licht, ja, aber es ist nicht gleichmäßig. Es ist nicht gleichmäßig, okay, sondern du hast dann ganz andere, ja, Herausforderungen, ja, obwohl es TV-Licht ist. Du bist seit Mai 18 bei Unsplash. Über ja, Unsplash reden wir heute. Für die, die nicht ja, wissen, was es ist, wir können es gerade erklären. Hast du dort 136 Fotos online? Ja. Bist du mal bei der Top 25 Editors Choice Community Member im ja, Sommer 18? Was ist das? Was ist das, irgendeine Auswahl? Ich bin dort, glaube ich, im Slack-Channel bin ich relativ aktiv gewesen und das hat, glaube ich, dann dazu geführt, dass das irgendwie so dann der Badge gegeben hat auf dem okay, Profil. Slack ist so eine Kommunikationssoftware, korrekt, wo man kann miteinander interagieren, ja, wo noch in spezielle, wie sagen wir denn, so ein spezielles Methoden ist, um miteinander zu kommunizieren. Das ist so ein bisschen mit Hashtag und... Also Hashtags sind Channels in der Regel. Genau. Wo es um ein spezifisches Thema geht. Und dann gibt es noch Direct Messages. Wo man aber das ist im Prinzip eine Nachricht schreiben und mit Hashtag wird es noch entsprechend den richtigen Ort hin. Man tut eher verweisen drauf und kann dann draufklicken und landet in dem Channel. Genau. Ja, genau. Und Unsplash geht seit Mai 2013. Jetzt zu Unsplash. Das ist eine Plattform, du korrigierst mich etwas Falsches mhm, sagen, wo man Fotos aufladen kann, das machst ja, du. Wo man Fotos herunterladen kann, das habe ich gemacht, für verschiedene Zwecke. Ich brauche die für den Newsletter oder für einen Facebook-Post oder auch für eine Präsentation. Und die kann ich brauchen, wenn ich es will. Ich kann sie verändern, ich kann sie verteilen, sowohl privat wie kommerziell. Muss den Autor nicht nennen. Also ist aber nicht. Ist nett, natürlich. Aber das ist ja der Albtraum für jeden Fotograf. Ich weiss nicht, ich habe mich entschieden, das zu machen, weil ich einen Blogpost gelesen von Samuel Zeller. Ja, das habe ich auch gelesen, den wir verlinken. Genau. Und der hat mich eigentlich dann dazu bewogen, weil für mich ist Instagram ein bisschen kaputt. Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Kommerzialisiert, oder? Ja, auch die Chronik vom Feed oder der Algorithmus vom Feed, wo irgendwie, wo man, ja, früher war es chronologisch und man hat sich durchgescrollt und es war irgendwie zeitbasiert. Mhm. Und
ich habe dann irgendwann gefunden, ich komme gar nicht nach, die Bilder irgendwie zu posten auf Instagram. Ich habe irgendwie 50'000 Fotos oder mehr im Lightroom. Okay. Und ich habe irgendwie gefunden, was sollen die dort verrotten, wenn sie vielleicht irgendjemanden benutzen können. Mhm. Das war dann so mein Gedanke gewesen, ja. Und Geld verdienen damit kannst du ja eh nicht, das ist eh schwierig. Nein. Aber ich darf natürlich meine Fotos nach wie vor nehmen und darf die theoretisch irgendwie als Bilderrahmen oder weiss ich auch was, das darf ich trotzdem, ist ja gleich immer noch mein Bild. Genau, die Lizenz ist nicht verkauft. Oder nicht an Unsplash ab. Genau, aber du kannst jetzt im Prinzip die Bilder auch noch verkaufen, wenn jetzt jemand so ein Bild will genau, kaufen. Ja, also es ist, ich habe ja meine Bilder alle bei Flickr unter Creative Commons mit Namensnennung. Mhm. Ich finde Namensnennung noch wichtig, dass die Leute wenigstens meinen Namen müssen verwenden, damit man wenigstens sieht, wer das Bild gemacht hat. Weil das kratzt mich, also ist das böse, aber wenn ich ein Bild sehe bei Unsplash, ich suche irgendwie nach einem Bild, sehe das, lade das runter, dann interessiert es mich nicht, wer der Autor ist. Ist echt schlimm, aber für mich, wo genau das Bild sucht und das irgendwo rein platziert, wahrscheinlich noch beschneit, weil es irgendwie nicht das Format, das ich will, ist der Autor, ich weiss, dass das natürlich für den Fotograf schlecht ist, aber ich habe erstens keinen Platz im Newsletter, um den Autor zu verwenden. Mhm. Bei einem Facebook-Post, wo ich jetzt unter anderem den Autor reinschreibe, ist natürlich der Albtraum. Aber ja, es ist einfach für mich ein bisschen, es wäre ein bisschen aufwendig, immer noch den Autor drin zu schreiben. Oder ich habe keine Lust dazu. Ist ja okay, die Lizenz lässt es ja auch zu. Lässt es zu, ja, aber ich denke eben, es ist natürlich schwierig und für dich, dir macht das nichts aus, oder ist das für dich okay? Ich meine, wenn ich so Facebook hochlade, dann gehört das Bild sogar Facebook. Ja, ja, das also, ist eine andere Geschichte, das stimmt, ja, ja. Von dem her, ja, also, ja. Ich finde, für mich ist es nicht schlimm. Also, aber hast du durch Unsplash irgendwie mehr Aufträge, mehr Leute getroffen? Bist du irgendwie erfolgreich als Fotograf? Wie hast du mehr Wort genommen? Hat man da etwas gemerkt? Nein, nicht direkt. Also ich persönlich nicht. Der Samuel Zeller anscheinend schon. Das hat er geschrieben, ja. Ich eher nicht, aber ja, aber wenn ich die Zahlen anschaue, finde ich Unsplash maximal spannender als Instagram. Ja, natürlich. Es ist mehr, es passiert mehr, es sind auch Bilder länger aktuell. Weil bei Instagram ist es irgendwann, wenn der Feed durch ist, ist es nicht mehr aktuell. Und da suchst du wirklich gezielt nach Bildern, die du irgendwie kannst brauchen oder nutzen. Und man findet auch sehr viele gute Bilder. Das finde ich echt krass. Also du kannst irgendeinen Begriff geben, da findest du extrem viele Bilder. Und es ist total easy, download, musst du nicht mal registrieren, kannst einfach abladen. Ja, ich denke, es ist sicher ein bisschen kontrovers. Also auch ein Screenshot von deinem, von deinem Feed. Sieht ein bisschen aus wie Instagram früher oder heute noch. Ähnlich. Ja. Und das ist das Bild von der Post, das ich gebraucht habe für den Newsletter, was darum gegangen ist. Am Samstag vor Weihnachten hat die Post Samstagszustellung gemacht, kostenlos. Also jeder, der am Freitag bestellt hat, hat es am Samstag geliefert bekommen. Dann habe ich das Bild gesucht, gefunden. Ich dachte, ja, das nehme ich. Und ich sehe Claudio Schwarz, kennen wir doch. Und das hat jetzt zum Beispiel 500'000 Views. Ist seit dem August, seit 10. August 18 oben. 1'900 Downloads. Ja, also das ist schon etwas, was man sagen muss. Das ist, macht uns glücklich, dass man sieht, deine eigenen Bilder werden genutzt. Ja, das ist so, ja. Obwohl, es ist nicht ein spektakuläres Bild. Aber es ist genau das, was ich gesucht habe. Ich musste etwas mit der Post haben. Ja. Sonst hätte ich auf die Straße rausgehen und ein Postauto, also ein Ausliefer, die Post abpassen oder so. Ja. Und die Zeit habe ich halt nicht. Ja. Und von dem her finde ich das, also die Dienstleistung finde ich super. Kann man auch Geld zahlen, wenn man will? Nein. Kannst du nicht, kannst einfach nur liken und genau, das Bild liken und im Ding Attribut, also den Autor oder den Fotograf erwähnen. Ja, und interessant ist, der Name steht immer im Fehlname, der Fehlname ist immer Vorname, Name, Username, irgendeine Nummer und wo das bei Unsplash das geholt ist. Also wenn es der Fehlname Silo ist, weißt du immer noch, woher du es hast und wem das Bild war. Das finde ich noch raffiniert. Kann man eigentlich dann auch eine Reverse-Search so machen. Genau, und dann findest du wieder... Ach, aber es funktioniert auch. Wer es nutzt, oder was? Ja, ich mache das ab und zu. Klicke ich im Chrome auf also Rechtsklick. Google suche. Bild bei Google suchen. Und dann siehst du manchmal, für was das verwendet wird. Also es wird teilweise in Musikvideos verwendet. Ja. Und es gibt auch solche, wo Feeds, also Instagram-Feeds damit mitfüllen. Finde ich dann speziell und als ihre eigenen ausgeben. Das ist auch das gibt es. Aber
das ist dann, mit dem hat man sich einverstanden erklärt, stimmt, wo man das Bild hochgeladen hat. Oder? Das mache ich manchmal auch, schauen, wo meine Bilder verwendet werden. Und ich habe letztes Mal auch Bilder gesehen, ich habe jetzt für ein Newsletter so ein Päckchen, Weihnachtspäckchen gebraucht von Unsplash und habe das nachher auf allen möglichen Seiten auch gesehen, die das genutzt haben, weil es einfach ein cooles Bild ist. Und da muss ich schon sagen, es nutzen sehr viele die Bilder. Also es ist wirklich einer der grössten Bilderdienste, die kostenlos sind. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr gut. Was bei diesem Bild vielleicht noch was lustig ist, für einen Ami vielleicht, wenn man es Amerikaner oder Englisch ausspricht, die Post. Stimmt. Also, ich weiss nicht, wie die Amis das... Und wie das heisst, Mail oder Post heisst, das heisst Post. Also dass ja, der Post stirbt. Ja, ja, aber das ist natürlich ja, unter Umständen. Da ein Drohnenfoto ja. Von, Moment, steht da gerade. In Lagos ist das. In Lagos, eines von deinen populärsten Bilder von Unsplash. Ja. 4,4 Millionen Views. Mai 18, also etwa gerade angefangen hast. Korrekt, ja. 5000 Downloads. Ja, es ist ein cooles Bild und ich denke eben, es gibt sicher einen Haufen Leute, die das für irgendetwas, eben für einen Reiseveranstalter oder für irgendeinen Reiseblogger. Also ich kann auch da sagen, ich habe auch da eine Reverse-Search gemacht, weil es natürlich das meiste downloadete Bild ist. Es wird für Reiseveranstalter, also Travel Agencies nutzen, solche, die irgendwie dort bei Lagos irgendwo so Private Villas und so, oder Bootsfahrten, Reiseblogs, die sagen, irgendwie, wo man in Lagos hingehen kann und so, in Portugal. Letztens hat sogar Cloudflare benutzt. Die haben aber ein Datencenter in Lagos, Nigeria aufgemacht. Und das ist aber Lagos in Portugal. Also okay. Das stimmt eigentlich nicht. Stimmt nicht. Nicht ganz überein. Ja. Nicht ganz. Der, der das Bild gesucht hat, nicht so viel von Geografie verstanden. Ja, also ich finde es nach wie vor allem, ich habe am Anfang immer das Gefühl, ich müsse alle Bilder selber machen. Bis ich irgendwann dachte, komm, ich habe jetzt keine Lust, das Bild zu machen von einer Kaffeetasse oder so. Ich kann einfach schnell googeln. Dann irgendwann schon vor einem Jahr, einem halben Jahr, ist mir das aufgefallen, dass es diese verschiedenen Dienste gibt. Und seitdem bin ich da wirklich Fan davon. Ein weiteres Bild, das gut angekommen ist, ist Firelane. Das ist New York vor der Grand Central Station, oder? Ich glaube Fifth Avenue. Okay. Nein, ist nicht Grand Central. Jawohl. Ist aber auch cool von der Farbe her, dass das Auto gerade auf der Bremse steht. Das macht schon noch ein bisschen etwas aus. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Nein, es ist so ein bisschen, ja, Feuer ist ja rot und Feuerwehr ist auch rot. Und durch dass noch das Bremslicht dann noch an ist, ist es noch mehr rot. Und hat sich die Fotografie verändert, seitdem du auf Unsplash bist? Machst du jetzt gewisse Bilder, wenn du irgendwo vorbeilaufst? Wir sind zum Teil so ein bisschen Bilder, wo nicht so viel drauf ist, wo mehr so ein bisschen Detail oder wo... Ja, doch. Also, wo ich denke, also Unsplash ist ja... etwas zwischen Instagram, würde ich sagen, und einer Stock-Fotografie-Seite. Und dann denke ich schon mal, ja, keine Ahnung, der Teebecher. Letztes Jahr habe ich, glaube an Weihnachten, um die Weihnacht herum, habe ich einen Becher mit Latte-Art-Schaum irgendwie gefüttert. Recht eine schöne Tasse. Da denke ich, vielleicht kann es ja irgendwann mal jemand brauchen. Und dann macht man teilweise, oder manchmal, letztes Jahr habe ich ein Bild für den Blog gemacht, weil ich ein neues Handy gekauft habe, dann habe ich es noch ein bisschen schön angeordnet und dann auch das hochgeladen. Also man denkt schon ein bisschen eher auch so ein bisschen Stockfotomässig. Ja, und macht es jetzt mehr Spass als Instagram? Du bist auch gleichzeitig auf Instagram. Ja. Was ist jetzt, was macht mehr Spass oder was macht dich glücklicher oder was ist cooler? Unsplash. Ja. Das ist schon interessant, dass es mit einfach mehr... Also mehr das raus nicht bekommst. Also mehr nutzen deine Bilder. Bei Instagram nutzt das niemand das Bild, dort schaut das einfach an und liken es. Genau. Und beim anderen braucht das und du weißt, es wird irgendwo verwendet. Und genau. Irgendjemand hat einen Nutzen davon. Es hat einen Nutzen, ja. Und das macht mich irgendwo wie glücklicher als irgendwie Leute, die irgendwie aufgrund von einem Hashtag irgendwie mit einem Like-Bot vorbeikommen und irgendwie noch einen Thumbs up geben. Und du weißt Kommentar schreiben. Und du weißt genau, oder cool, awesome. Genau. Und du weißt genau, ja,
eigentlich könnte ich den Kommentar auch wieder löschen. Es ist kein Kommentar, der wirkliche Relevanz hat. Ja, es hat keine Relevanz und keine Substanz. Und von dem her ist so etwas wie Unsplash wahrscheinlich besser für einen Fotograf, wenn er sich irgendwann mal durchringen kann, Bilder abzugeben, also abzugeben, einfach gratis anzubieten. Ich glaube, für viele ist das irgendwie noch eine Vorstellung, die sich nicht damit anfreunden könnte. Aber ja, du kannst auch deine Bilder zeigen und sie werden genutzt. Du musst dir ja auch vorstellen, dass du ein Bild teilweise vielleicht 2-3 Mal machst. Also du hast es noch 2-3 Mal in deiner Datenbank. Vielleicht ja, ja, in einer ein bisschen anderen Konstellation. Das Auto ist, ich weiß es gar nicht, aber ich habe vielleicht noch ein Foto, wo das Auto noch ein bisschen weiter hinten ist. Mhm. Aber warum sollst du jetzt nicht eins von diesen 3 geben können? Also weißt du? Ja, und auch wenn du dein bestes Bild abgibst, es ist ja nicht verloren. Du kannst es immer noch brauchen. Also das ja, es hat einfach zu viele Bilder auf dem Markt, dass man seine Bilder verkaufen kann. Und es gibt Leute, eben, ich hätte jetzt nie ein Bild gekauft für so einen Newsletter, weil auf dann ein anderes Niveau gratis ist. Also ich würde jetzt nicht diese unbedingt wählen. Das ist wie beim Journalismus. Wenn es gratis ist, dann gehst du auf die Plattform. Genau. Ja, dann kannst du Zeitung lesen. Ich lese jetzt online etwa 5 Zeitungen, einfach so viel wie gratis Content, und den Rest lese ich nicht, weil ich einfach weiß, was das nicht wert ist. Mhm. Ein banales Bild für einen Schweizer, sage ich, aber irgendeiner, der in Indien oder irgendwo ist, was keine Kühe, in Indien gibt es Kühe, aber irgendwo, wo es keine Kühe gibt und etwas für die Schweiz oder aus der Schweiz will haben, eine Kuh, dann ist das genau das Bild, das die Schweiz repräsentiert. Ja. Und für jeden, der in der Schweiz lebt, denkt, ja gut, eine Kuh wahrscheinlich nicht so spektakulär. Auch da kann ich es aus einer anderen Warte noch erzählen. Meine Freundin kommt aus Deutschland. Aha. Und wo wir das erste Mal sind wandern, haben wir dort so durch das Drehrondell und dann sagt sie, für was ist jetzt das da? Dann habe ich gesagt, das ist für die Amerikaner, damit die Dicken nicht durchfallen. Nein. Dann habe ich gesagt, kennst du das nicht von zu Hause? Weil ich habe das schon von der Schule reise und so. Ja, alles schon gekannt. Dann sagt sie, nein, ja, was passiert jetzt da? Dann habe ich gesagt, ja, da vorne sind irgendwo Kühe auf einer Weide. Was? Wir laufen jetzt mitten durch eine Weide durch, oder es war noch halbes Hochgebirge, wo jetzt Kühe stehen. Ich so, ja. Ja, klar. Und dann kommen die, manchmal kommen die auch zu dir und sie finden das mega, mega. Also weißt du, so völlig ganz ein anderer Blick. Für mich ist es wie, zumindest aus der Kindheit, wie normal. Ja, du laufst durch eine Weide durch beim Wandern und dort hat es Kühe. Und also es ist schon noch, ist gleich noch. Imposant ist es auch immer noch, weil du weißt ja, wie schwer das sind. Die wissen ja gar nicht, hast du das Gefühl, die wissen gar nicht, wie schwer das sind oder was sie für eine Kraft hätten oder was sie könnten. Aber sie sind total friedlich meistens und sie möchten eigentlich nichts. Also wenn du Angst hast, dann. Aber nein, es ist eigentlich nichts Böses. Ja, aber eben so ein Bild ist genau das, was irgendeiner mal irgendeiner sucht und dann bei dir findet. Das ist speziell. Also es ist. Ich weiß jetzt nicht, für was ich es brauchen würde, aber so als Herbstbild oder so. Oder soll ich auch Datenentstehungsgeschichte erzählen? Das war für eine Kollegin von meiner Freundin. Wir sind irgendwie mit ihrem Hund und mit dem Hund von meiner Tante gelaufen. Und sie hat eigentlich auf Instagram so einen Hype gegeben, irgendwie alle sich mit Waldblättern im Bett und irgendwie in der Badwanne und so. Okay. Und sie hat das sozusagen aufs Korn nehmen. Es gibt dort noch ein paar andere Fotos. Und sie hat das ein bisschen aufs Korn nehmen. Und dann haben wir da so Bilder gemacht. Und ich, also, aber da habe ich jetzt zum Beispiel, obwohl man ihr Gesicht nicht sieht, habe ich sie gefragt, ob ich es veröffentlichen darf. Wieso müsstest du einen Model-Release-Vertrag haben, wenn Leute drauf sind? Ich weiß nicht, wie das die anderen machen. Ich bin nicht der Typ, der gerne Leute fötelt. Wenn ich jetzt meine Bilder aufladen, ich bin echt faul, meine Bilder aufladen. Aber es gibt auch dort Leute, die sagen, ich glaube, die machen das einfach. Ja, das ist natürlich meine Verantwortung. Natürlich schon, wie bei Flickr auch. Also von dem her, ich habe meine Bilder bei Flickr auch freigegeben mit Namensnennung. Und aber hast du je einen Fall gehabt, wo sich irgendjemand erkannt hat? Jawohl. Und gesagt hat. Probleme gemacht hat? Ja. Nein, das nicht. Das nicht. Dann haben sie einfach eins mal einen von Chicago erkannt, den ich in New York fotografiert habe mit Tätowierungen. Die haben mir geschrieben, sie, etwa 1,5 Jahre später, und haben gesagt, sie können sich noch erinnern an den Moment, als ich das Bild gemacht habe. Und dann haben einfach einen Print geschickt, dann irgendwo zu Amerika das ausdrucken und der geschickt. Und das war die happy gewesen. Ja. Und sie ist sogar glücklich, dass ich sie fotografiert habe, die eine gewisse Community hat und einen gewissen Bekanntheitsgrad. Ja. Und also ich, noch nie. Aber Lampe hast du nicht nie. Lampe noch nie gehabt. Was kommen denn für Bilder gut an auf Unsplash? Gibt es irgendwelche gewisse Sachen, die
Eben saisonal, wenn etwas um Weihnachten ja, ist. Ja, also hat glaube ich jetzt gerade Awards gegeben, Ende Jahr, und dort hat es auch einen, glaub, so eine Art Fotojournalismus Award gegeben, oder aha, so eine Kategorie, wo es auch so um tagesaktuelle Sachen in dem Sinn gegangen ist. Also es ist ganz breit gefächert, man kann es nicht sagen, in dem Sinn, es gibt auch die, wo irgendwie Bilder aufladen, wo dann noch promotet werden auf der Startseite. Zum Beispiel ja, Leute, die irgendwo raufklettern. Jawohl. Und dann die krassen Wide Angles und du siehst irgendwie dort den Schluck. Okay. Das finde ich jetzt etwas, wo man, ich persönlich würde das jetzt zum Beispiel nicht supporten. Mhm. Weil ich einfach finde, nachher noch gemacht wird. Ja, ja. Ich finde das einfach, ja, ich meine, wenn er runtergeht, dann ja, das ist stimmt, es, das ist gewesen, oder? Aber das kann man nicht sagen, es gibt so ein paar Richtlinien, die man einhalten sollte. Das Bild muss irgendwie mindestens, glaube ich, 5 Megapixel ja, oder so natürlich haben. Ja, die sind alle voller Auflösung, zum Teil fast zu ja, gross. Ich habe ein paar ja, Mal verkleinert, um in die Präsentation reinzunehmen, weil es irgendwie 35 Megapixel so waren. Ja. Ja, also die gehen schon ein paar Sachen vor. Also nehmen Sie dann einfach alle Bilder an. Da ist jetzt irgendwo ein See in den Bergen bei uns. Ja. Nehmen Sie alle Bilder an, die du verlatscht? Also hast du jetzt 136 Bilder aufgeladen und 136 angenommen oder wird dann noch ein bisschen selektiert? Also es ist so, am Anfang ist gestanden, ich könnte 10, glaub, pro Tag oder pro Monat. Jawohl. Dann haben wir das erste Bild oder die ersten paar Bilder aufgeladen und dann haben sie mich aber dann gerade freigeschaltet auf unendlich. Damit nicht. Ich weiss nicht, ob das aufgrund war, weil sie vielleicht gesehen haben, was ich für eine Kamera jawohl, habe und jawohl, dass ich irgendwie, ich sage jetzt mal, Profi-Geräte habe, obwohl ich das wirklich nur als Hobby mache. Ja, aber auch eine gewisse Qualität, dass wenn jetzt irgendein Handybild verquackelt aufladen, dann wird er wahrscheinlich nicht. Nein, das wird, also ich habe auch schon im Slack-Channel dann gelesen, dass gewisse Bilder abgelehnt worden ja, sind, weil sie irgendwie, keine Ahnung, zu dunkel sind, zu viel Rauschen haben. Ja, also, aber es gibt noch eine Unterscheidung zwischen Es gibt so einen Tag dann im Backend, wo man es hochlädt, wo searchable steht. Also die findet man in der Suche, jawohl, alle. Und dann gibt es noch approved. Aha. Und die sind eigentlich einfach, wenn du beides hast, dann ist es suchbar und wird auf dem Profil angezeigt. Und wenn es nur approved ist, ist es nicht in der Suche auffindbar, aber auf dem Profil. Okay. Ja. Und dann haben sie mal noch gesagt, es gäbe noch den Feature-Tag, aber den habe ich bis jetzt noch nie gesehen, obwohl ich schon ein paar Mal auf die Startseite gelandet jawohl, bin. Und da ist dann eine Frage von den Hashtags oder, damit, oder von der Verschlagwortung, dass Bilder gefunden wird. Weil das, wo ich suche jetzt irgendwie nach Bergsee oder nach Spiegelung auf einem See. Wie viele Tags vergibt man denn pro Dings? Schlagwörter? Damit eben, wenn es so schlecht verschlagwort ist, finden es die Leute nicht. Ich weiß nicht, ich mache es so 5 bis 10 maximal. Okay. Das stelle ich mir anstrengend vor, dann ganz viele Hashtags zu finden oder Schlagwörter, damit es ja, besser verschlagwortet ist. Weil die Leute kommen da durch die Suche zu dir. Mhm. Weil sonst wäre ich nie auf dich gekommen. Ich suche wirklich gezielt irgendein Thema oder irgendein Sujet. Und dann, ja, manchmal kommen dann auch komische Sachen. Also, irgendwann am Anfang ist es gut mit der Trefferquote, irgendwann trifft es dann ein bisschen ab. Ja, ich glaube, die sind so am Verbessern, der Suchalgorithmus, soweit ich weiss. Wobei, ja, ist gut, da ist zum Teil ein ähnlicher Begriff oder ein anderer, da kommt ein bisschen etwas Ähnliches. Also, ja, oben gibt es auch noch Vorschläge. Was genau, da gibt es noch Vorschläge, was man kann, irgendwie, wenn ich nach Sofa suche, hast du nach Sofa gesucht, dann kannst du irgendwie Couch ja, oder irgendwie intern, also im Wohnzimmer oder im Büro und ja, dann kommen andere Bilder. Und dann irgendwie aber Tausende oder Millionen von Bildern drauf. Also ja, das ist wirklich, wir unbedingt mal schauen. Irgendwo am Strand müssen wir das kennen. Ist ein oder dort, wo wir vorhin in der Luft waren? Nein, das ist in der ganz, ganz nahe, vielleicht 500 Meter vom westlichsten Punkt von Europa. Jawohl. Der heisst Cabo da Roca. Ist Portugal? Ja, ja, genau. Cabo da Roca heisst der. Und dort muss man etwa eine halbe Stunde irgendwie wirklich in so eine Schlucht runterlaufen. Und wir haben erst gesehen, wo wir wieder drauf sind, wie steil das war. Aber was man muss sagen, der Strand, dort hat es vielleicht etwa 30 Leute oder ja, so gehabt. Also, weil es halt so anstrengend ist oder so weit ist. Nein, ich weiss nicht, ob es die Leute vielleicht auch nicht kennen. Ja.
Ja. Aber Geotaggen kannst du dort nicht. He, doch, aber das war mal besser. Es sind eben neue Uploader. Und dort vorne hat es so mit einer Google Search kombiniert. Gewesen. Du konntest quasi auch noch auf der Karte umziehen. Und das geht inzwischen eben mit Latitude, Longitude geht irgendwie nicht mehr. Also du kannst jetzt nur noch sagen, es ist in New York, Amerika und kannst irgendwie noch so einen. Aber kann ich draufklicken? Ich weiss einfach, dass es bei diesem beim Postbild ist irgendwie gestanden, irgendetwas Goldplatz in Zürich. Ja. Kann ich nicht draufklicken und würde sehen, was das Bild gemacht worden ist? Das habe ich nicht probiert. Oder ist es nur du für kannst draufklicken und dann kommt, glaube ich, so ein bisschen alles, was von Zürich ist, allgemein. Okay. Also es ist nicht also, nur von dem. Aber könntest du jetzt hier draufklicken und würdest alle Bilder von der in der Umgebung sehen, wenn du jetzt genau den Ort würdest wählen, mehrere Bilder sehen? Ich will, weil wir wissen jetzt nicht, was dort kommt. Vielleicht kommt irgendwie Portugal oder irgendwie so. Ja. Sehr ein cooles Bild. Ist das Deutschland? Auch Portugal. Okay. Porto ist das. Bin ich zwar mal gesehen, aber ich habe es jetzt nicht erkannt. Sonst erkenne ich die meisten Orte, wo ich schon mal gesehen bin. Aber, ja. Das ist Porto, ja. Wie hast du es fertig gebracht, dass keine Leute drauf sind? Weil die Züge sind ja entweder an mir oder am Ausfahren. Nein, das war mir selber suspekt. Gewesen. Also das hinter mir hat es schon ein paar Leute gehabt. Ja, aber ich kenne keinen Mensch. Es hat irgendjemand noch ein Foto gemacht, dann habe ich gewartet. Und einfach gewartet. Ja, ja aber ja. Der Zug ist irgendwann dann, entweder fährt der Zug ab oder... Ich habe keine Ahnung. Ja, und das ist nicht gespiegelt, das ist ein Zug. Nein, ist nicht. Ist cool, ist wirklich also cool. Es war noch ein spezieller Tag dort in Porto, also in Porto, die haben irgendwie so ein Schulfest mit so einem Umzug durch die Innenstadt gehabt. Das sind all die. Und ich weiss nicht, ob viele dort sind zu dem Zeitpunkt und vielleicht war es darum ein bisschen leerer gewesen, ja. Ja, aber so ein Bild ist schon auch, wenn das Bild mehr gesucht ist, wo viele Leute drauf sind oder einfach eins, von leer ist. Also es könnte auch, vielleicht muss man einen Artikel schreiben über also den ÖV in Portugal, der vielleicht am Sterben ist, dann wäre es genau das perfekte Bild. Ja. Prime Tower in Zürich ist sicher auch ein Motiv, wo man, vor allem mit Prime, also das ein englischer Begriff ist, wo, ja, eben, das sind alles so Sachen, die man eigentlich einbeziehen muss. Also nur das Bild vom Prime Tower ist weniger populär wahrscheinlich, als wenn Prime noch draufsteht. Ja, ja. Das war auch mein Gedanke, gewesen, dass ich das T eigentlich, oder das T ist glaube ich ganz leicht ja, drauf. Ja, ein bisschen noch drauf. Aber es war auch mein Gedanke, gewesen, dass das Prime so ein bisschen auch recht im Fokus steht vom Bild, ja. Ja, das ist schon, also ich finde es, ich muss mich das mal überlegen, ob ich das mal anfangen möchte, einfach zum Blaustädten. Bilder aufladen und schauen, was passiert. Es ist viel cooler so, weil du musst ja keine Follower haben. Die Leute kommen da über die Suche dann zu dir. Also du kannst Follower haben? Kannst schon, aber du brauchst... Aber es wird eh nie nicht angezeigt. Also gibt es die blöde Competition irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber der Penisvergleich. Ja, logisch. Es ist ich habe so viel und du hast nur so viel. Und das entsteht so gar nicht, sondern es geht im Endeffekt wirklich um Bilder, um welche Bilder kann ich brauchen, welche nicht. Um das geht es. Und das steht im Vordergrund. Gibt es eine Community da drauf? Also ist da ein Austausch zwischen den Fotografen, jetzt unabhängig vom Slack, wenn ich jetzt neu komme, ein Bild aufladen und kann ich mich mit den Leuten connecten da drauf? Eben, du kannst einen followen oder du kannst eine Message schreiben und dann kommt er einfach direkt ein E-Mail über. Und dann läuft es über E-Mail weiter. Gut. Ja. Nein, was cool ist, ich kann ein Bild aufladen und das kann schon eine Million Mal abgeladen werden, wenn das gut ist, ohne dass mich irgendjemand kennt. Das könnte ich mir bei deinen Bildern ja sehr gut vorstellen. Ich könnte ja mal irgendetwas nehmen, wo ich einfach mal mit etwas probieren, was ich habe, schon im Archiv habe. Ja. Das wäre auch mal eine Idee. Eben so einfache grafische Sachen finde ich, sind wahrscheinlich am besten geeignet, wo es relativ klar, eine klare Message hat, um was es geht. Das ist eher abstrakt, aber wo man wirklich gezielt sieht, das ist entweder irgendeine Wand oder irgendeine Nummer. Oder ich glaube, so Zeug funktioniert schon am besten, wenn die Leute gezielt dann nach dem suchen. Ich weiss nicht, für was dass man das Bild verwenden. Ja, ich sehe jetzt kein Thema für das, aber wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel ein Newsletter machst und jede Nummer, da ist irgendwie ein Bild drauf, oder irgendwie eine Nummer drauf ist, oder bei jeder Ausgabe, dann wäre das sensationell. Dann hast du einfach 32. Ja. Könntest vielleicht noch irgendein Thema machen. Also ich habe vor allem eigentlich mit solchen Fotografien, das war eigentlich mein Ursprung. Okay. Also so
Formen, Symmetrien, Linien, das habe ich eigentlich schon immer spannend gefunden, Linien in etwas zu erkennen, wo vielleicht nicht jeder genau anschaut, was gibt es. Ja. Also ich finde, das ist eigentlich das, was man überall sieht, wenn man sich achtet. Mhm. Und nicht einmal weit muss reisen, um so Bilder zu machen. Ich will sagen, das Bild müsste auch noch kochen. Das ist sehr simpel, aber auch sehr cool, weil das zeigt eigentlich einerseits Sale, das ist schon auf Englisch, ist für uns immer schon immer Sale, also genau. Sonst verkaufst du das fast nicht mehr. Die Kleiderstange hinten ist leer, so im Sinne ist alles ausverkauft. Das ist ein Schaufenster, also echt ein perfektes Bild für so etwas. Mhm. Das Einzige, was mich ein nervt, ist die Spiegelung, aber es geht halt nicht anders. Ja, ist Zürich aufgenommen, ja. Aber das ist auch eines meiner meist downloadeten Bilder, weil es irgendwie für Shops irgendwie passt, halt, also für Online-Shops. Logisch, das ist genau so ein Bild, das man irgendwo mal braucht, um entweder einen Ausverkauf zu machen oder zu sagen, wir haben alles verkauft. Oder, und es, klar, man muss einfach die Augen offen haben und gehst du gezielt mit der Kamera raus, um so Bilder zu machen? Ich habe sie immer dabei. Immer dabei, okay. Das weil ist ich so dann etwas mit dem Handy ein Bild machen, aber das Handybild wäre theoretisch auch zugelassen. Ja. Die Qualität ist ja genug gut. Ja, okay. Mit der heutigen Handykamera auf jeden Fall. OS, für die Informatiker klar, Operating System. Das war auch mein Gedanke gewesen, so nerdy. Ja, ich glaube schon, dass das so gebraucht wird. Es ist Migros wahrscheinlich, oder? Ja, Puls 5. Jawohl. Ja. Als Schweizer kennt man es natürlich. Aber Migros allein würde nicht so viel bringen wie OS. Nein. Und so bisschen, aber genau das war mein Gedanke, gewesen, nur das OS ist vermutlich irgendwo durch. Also ich bin dort durchgelaufen und dann habe ich gedacht, so, die Linie. Ja. Und dann habe ich irgendwie mal, dann habe ich noch gemerkt, OS. Und dann habe ich das irgendwie so, dann, genau so wie du jetzt die Herleitung gemacht hast, ist bei mir dann auch so gewesen und dann habe ich das Bild gemacht. Ja, ich habe mal das Handy vom Mobiliar genommen und dann heisst es noch eine Leier. Also es gibt dort schon ein echtes Wortspiel mit verschiedenen. Da bin ich erst gesehen. Stockholm. Ja. U-Bahn Stockholm hat ganz viele verschiedene U-Bahn-Stationen. Mhm. Unbedingt gehen, wenn man kann. Ist wirklich cool. Also ich glaube, fast jede hat irgendetwas mit Kunst zu tun. Also es gibt 5, die so sind in dem Sinn. Es gibt noch eins mit einem Regenbogen, glaube ich. Und ich glaube noch so blau und genau. Und eben der Vorteil ist, dass du suchst dort, findest es, kannst es sofort brauchen, weil sonst musst du immer abklären, ob du es brauchen kannst, kostet eventuell etwas und so ist es einfach. Und du kannst es noch zweckschneiden. Manchmal ist das Format vielleicht ein Problem im Höchstformat. Das ist aber, das hat mal eine Diskussion auch bei Unslack ausgelöst gehabt, ob wenn man darauf aspiriert, in dem Sinn, dass ein Bild auf der Startseite landet, das ist von Hand kuratiert. Also das schauen die Menschen an. Ja. Und nur wenn ein Mensch sagt, du kommst auf die Startseite, kommst du auf die Startseite und das bringt massiv. Ja, logisch. Das haut richtig rein. Und dort hat es mal eine Diskussion gegeben, ob, weil vieles quer ist, ob dann in dem Ganzen, weil es ja so ein bisschen, ist so ein bisschen wie Pinterest angeordnet, ein hochformatiges Bild mehr auffällt als ein querformatiges dann. Aber ist es dann kleiner? Geht es auf die Höhe oder kommt es einfach dann länger? Nein, es geht auf die Breite. Und dann ist es wie höher, es wirkt grösser als die anderen. Und was war die Quintessenz? Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe den Gedanken noch spannend gefunden und ich bin eigentlich ein Typ, der eigentlich nicht Hochformat fötteln und seitdem ich auch wieder Hochformat fötteln. Also es hat auch dort irgendwo durch meine Fotografie wieder verändert. Ja. Weil, und ich meine, wenn ich jetzt, dann hätte ich da unten, hätte ich sozusagen die ganze Spiegelung wäre irgendwie nicht, weil vielleicht es nicht logisch. Drauf gepasst hätte. Ja, es gibt natürlich ein Motiv, wo du fast im Hochformat musst fotografieren. Genau, aber im Zweifelsfall machst du einfach beides. Ja. Aber es ist noch interessant, was alles. Und die letzte Frage, wie hat die Fotografie allgemein dein Leben verändert? Wie lange fotografierst du überhaupt schon? Also meine erste Kamera habe ich von meinem Konfirmationsgeld gekauft mit 16. Jawohl. Und seitdem fotografiere ich eigentlich. Wie alt bist du eigentlich? Ich muss rechnen. Ich bin das Jahr 32. Okay. Ich bin jetzt 31. Also seit 16 Jahren, ein halbes Leben fotografierst? Ja. Wie es mein Leben verändert hat?
Ich hatte eine Zeit, in der ich gar nicht mehr fotografiert habe. Mhm. Das ist vielleicht auch eine Parallele zu dir. Was mich wirklich einfach angeschissen hat. Irgendwie. Und dann hat es aber auch wieder die Zeit gegeben, wo es mir dann wieder Spass gemacht hat, wo ich die Kamera eben, wenn ich arbeite, gehe ich die Kamera immer dabei. Mhm. Und irgendwie gehst du dann ganz anders durch die Straße. Also, es ist nicht nur, ich habe zwar schon einen Knopf im Ohr, aber man geht trotzdem, schaut man irgendwie ein bisschen um, hat es irgendetwas, was spannend ist. Nicht jetzt unbedingt fürs Unsplash, aber allgemein einfach irgendetwas, was spannend ist. Also insofern aber ist es so ein bisschen Bewusstsein. Ja. Du pendelst mit der ÖV? Wieder, ja. Weil dann ist es schon einfach, wenn ich fahre jetzt mit dem Auto hin und her. Ja. Auch wenn du dort etwas siehst, du haltest nicht an. Außer es ist etwas ganz Grosses. Ja, also ich bin vor 4 Jahren auf Wenswil mit dem Auto jeweils. Jawohl. Und dann ist es eigentlich... Machst du weniger Fotos? Weniger Fotos. Ja. Und also, wenn du so irgendwie der HB irgendwie passierst... Ja, dort läuft immer irgendetwas. Läuft immer irgendetwas, ja. Es wird dann irgendwann langweilig, aber dann machst du vielleicht andere Wege auf die Arbeit. Dann gehst du irgendwie mal um einen anderen Ort, genau, durch, ja. Wenn du jetzt nicht mit dem Stress bist. Aber diese Woche habe ich irgendwie müssen etwas umtauschen für die Freundin und dann war noch Vollmond. Jawohl. Und dann habe ich noch Vollmondfotos gemacht, bin irgendwie am HB ausgestiegen und bin zum Stallhof irgendwie auf Umweg gelaufen. Ja, klar. Das ist dann irgendwie eine halbe 10 geworden am Abend. Und dein Feed bei Instagram unterscheidet sich von dem von Unsplash? Oder ist es mehr oder weniger das Gleiche? Ich muss jetzt überlegen. Es hat sicher Bilder, die es an beiden Orten gibt, ja. Aber es hat auch Sachen, die es vielleicht nur bei Unsplash gibt oder die ich vielleicht später mal auf Instagram auflade, irgendwie so. Ja. Okay, sehr gut, sehr spannend. Also gehen schauen, Unsplash ist eine gute Sache. Ich habe am Anfang nicht das Gefühl gehabt, das ist nichts für mich, aber... Oder entweder gehen sie Fotos aufladen oder gehen sie nutzen, weil sie irgendwo gebraucht werden. Ich habe es cool gefunden, vielen Dank. Danke auch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.